und deine Wünsche. Hey Leute, schön, dass ihr dabei seid. Sorry, war gerade hier ganz befangen in meinem Dragon Ball Modus. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Nein, kein Review, Unboxing. Eins unserer letzten Formate, was wir auch schon zum Orange Koi hatten. Ihr seht schon, was wir dabei haben. Wir haben den vorletzten Part, weil der letzte Part ist nämlich Adidas Exclusive, den vorletzten Part der Dragon Ball Z-Serie mit Adidas Originals. Wer die ganzen Boxen sein eigen nennen darf, der kann diese Boxen jetzt wunderbar bis zum Ende stapeln, denn das ist das fehlende Puzzleteilchen, was nach ganz oben drauf kommt. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an und machen die Box auf, beziehungsweise machen wir die Box auf. Okay. Stark. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht kaputt. Wir haben hier, ich finde allein das Wrapping Paper schon echt genial. Ich nehme es mal raus. So, ich nehme es mal raus. Zieht es euch rein. Shenlong oder auch wie die Amerikaner oder beziehungsweise die Menschen im asiatischen Raum sagen, Shenlong. Weil ich glaube, das wurde durch RTL 2 eingedeutscht zu Shenlong. Ich pack's mal zur Seite. Hoffe, knistert jetzt nicht zu sehr. Mein Gott. Hammer. Was mir als erstes entgegenkommt, ist diese heftig grüne Translucent Midsole. Krass auf jeden Fall. Das Modell ist das Adidas EQT mit ADV Modell. Ich muss ehrlich sagen, ich finde den in der Hand jetzt noch viel besser, als ich den vorher auf den Fotos gesehen habe. Denn hier kommen diese Schuppen, die den Drachen quasi auszeichnen, viel besser zur Geltung. Man fühlt auch richtig, dass sie so eine Erhebung haben. Wie gesagt, das sollen die Schuppen des Drachen Shenlong oder Shenlong darstellen. Ansonsten haben wir hier die Streifen, die typischen Adidas 3 Streifen in diesem gewebten Textil. Die führen sich weiter auf der Midsole in Weiß. Bei manchen anderen ADVs hat man das eigentlich farbig genau zu den gewebten drei Streifen. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Piping, dass dieses Piping hier in der Mitte aufhört und einmal komplett rumgeht, bis tatsächlich, ich zeige es mal hier so ganz dezent, bis ganz nach vorne, bis an die Toebox. Finde ich persönlich ziemlich cool, das erinnert auf jeden Fall sehr stark an so einen Drachenschweif, Drachenschwanz. Was auch noch ziemlich cool ist, ist das, ich zeige es mal hier in der Innenseite, das ist das Zeichen von Shenlong, denn wie ihr wisst, jetzt kommt der Knowledge Drop, Shenlong wurde von den Namekianern erschaffen und die Namekianer und der Planet Namek wurden vom Super Shenlong erschaffen. Super Shenlong bekommen wir nicht, das ist der, wo ich eben schon drauf hingewiesen habe, das ist der Adidas Exclusive. Genau, kommen wir mal weiter zum Schuh. Wir haben hier in der Innenseite noch dieses Seitenpanel aus Leder, was dann die Schuppen von dem Drachen draufgestanzt, embossed hat. Finde ich ziemlich cool und spiegelt auch wieder super den Drachen dar. Das gleiche haben wir auch hinten mit dem Heel Pull Tab. Da ist auch nochmal wunderbar hier, diese Schuppen sind hier wunderbar nochmal hervorstechend. Genau. Was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass das EQT sich farblich absetzt und zwar in dem Gelb, denn das Gelb und das Rot sollen nicht nur an den Drachen erinnern, sondern auch an die 7 Dragon Balls. Ihr wisst, wenn ihr alle 7 Dragon Balls zusammen habt, dann müsst ihr sie nicht reiben oder sowas, sondern einfach nur den Drachen herbeirufen. Ja, ist auf jeden Fall sehr mystisch. Was den Schuh, den EQT, ansonsten noch auszeichnet, der hat hier diese Monosock, die den Fuß super umschließt. Jetzt habe ich gespuckt, ich hoffe, ich habe euch nicht getroffen. Die den Fuß super umschließt und so für die richtige Stabilität und den Halt sorgt, genau. Was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass wir hier diese Plastik-Eyelets haben, aber die Plastik-Eyelets oben nicht aufhören mit Plastik, sondern auch in so einem Schuppendesign aus Lederpatchen. Oder besser gesagt zwei Lederpatchen, einmal in der Innen- und einmal auf der Außenseite. Das gibt nochmal so einen besonderen Touch und ist nicht nur komplett eintönig. Ja, ansonsten
Wer sich so ein bisschen mehr mit dem Thema Dragon Ball auseinandergesetzt hat, beziehungsweise mit dem Adidas Release der Dragon Ball Serie, der weiß oder hat gesehen, dass auf jedem Schuh ein Dragon Ball als Detail angebracht wurde. Bei dem ist es jetzt nicht so, der hat wie gesagt das Zeichen von Shenlong, weil es ist der Drache. Was soll der Drache mit den Dragon Balls, ne? Aber was wir haben, ist natürlich noch die geprintete Adidas Originals Dragon Ball Z Einlegesohle. Finde ich ziemlich cool. Das gleiche findet ihr auch nochmal, beziehungsweise die Dragon Balls findet ihr auch nochmal in dem Karton selber. Ich hoffe, ihr könnt das richtig sehen. Was sagt ihr eigentlich zu dem Schuh? Also ich persönlich finde ihn jetzt, wie gesagt, in der Hand viel besser. Ich bin froh und freue mich auch für euch alle, wenn ihr den Schuh bekommt und euer letztes Puzzlestück damit zusammenbekommt. Und ja, ich würde mal sagen, ist hier noch was drin? Nö, da ist eigentlich noch der andere Schuh drin. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Glück bei dem Schuh, beziehungsweise bei dem Release. Ich hoffe, ihr bekommt alle einen. Wenn euch unser Unboxing gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, welcher Dragon Ball euch am besten gefallen hat. Mir persönlich hat tatsächlich der Tech Ultra, der Vegeta am besten gefallen, von den Materialien, von der Farbaufteilung. Aber mich persönlich würde auch interessieren, welchen ihr am coolsten fandet. Also einfach mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, unseren Kanal abonnieren, damit wir fleißig solche Videos, Unboxing, Reviews etc. machen können. Und ihr dürft auf jeden Fall auch gespannt sein, welche Formate euch in naher Zukunft von uns erwarten. Ich sag mal, bis dahin, ich bin raus mit dem Unboxing. Danke fürs Zuschauen. Ciao.